Cristiano Ronaldo! What is this guy doing? Don't work in the elevator! Einen wunderschönen guten Tag, liebe E-Sports-Freunde. Herzlich willkommen zur niegelnagelneuen Ausgabe von Inside E-Sports. Mein Name ist Flo und ich bin nicht allein im Studio. An meiner Seite ist der wunderbare Rob und wir haben wieder jede Menge E-Sports-Themen für euch vorbereitet. Aber anfangen wollen wir heute erstmal mit FIFA. Genau, da war nämlich am Wochenende der sogenannte FIFA Team of the Season Cup. Wer den gewonnen hat, sehen wir allerdings erst gleich. Vorher gibt es noch eine kleine Einstimmung mit den Highlights aus der Qualifikation in unserer neuen Rubrik GG Wellplayed. Trägt E-Sports, der Name ist Programm. Chance for Tricks, brilliantly done! That's the composure that Tricks have been missing in those sort of areas. The cancel of the skill move to open up the second chance. And Neymar will come alive and bring this game to a head. Blindes Verständnis plus individuelle Klasse ist gleich 2v2 at its best. Pele, das ist der Icon. Could be Mbappe. It's Gabor, and it's so well worked. You know, it's a fantastic, fantastic goal. Ginola has a full estate of room in the middle of the box. It has to be said, but the pass from Mbappe, the little ball roll, have it in your feet zone, bang. R9 greift in die Trickkiste von Kollege Zidane und rasiert komplett. Oh! Oh, nein! Take a bow! Unbelievable roulette to find the space and a pitch perfect finish from Lewandowski. Really well done. Just that timing of the roulette there, Richard, was absolutely incredible. Uff, das nennt man wohl den Außenrist aus der Hölle. It's been that signature sign. It's De Bruyne! Involved in everything. The first time we've really seen him pop up in these regional finals. And De Bruyne with an outside the boot finish. How about that one? Genau wie das reale Vorbild. Sü. It's going to be with Cristiano Ronaldo. Have you seen a goal like that this weekend? The answer is absolutely not. It's an overhead kick, green time from Crew. And that is absolutely exquisite from Ronaldo. Ja, Mensch, Rob, da ist ja einiges Geiles auf dem Bildschirm gezaubert worden, möchte ich mal meinen. Ja, also allerdings, ich glaube, ich hätte das mit meinen limitierten Skills so nicht ganz hinbekommen. Puh, dem möchte ich mich anschließen, aber wer ganz und gar nicht limitiert ist, ist unser Redaktion Junghengst Marc, der ist ja unser FIFA-Virtuose und der hat sich das ganze Turnier mal genau angeschaut und ist auf Tuchfühlung gegangen. Am Wochenende bot die Premierenausgabe des Team of the Season Cups FIFA eSport der Extraklasse. Beim ersten globalen Offline-Event seit Pandemiebeginn wurde im 2v2-Format das beste Zweiergespann der Global Series gesucht. Zum Starterfeld gehörten die 16 regionalen Champions der FGS Open ergänzt um die 16 FGS Masters Teams. Deutsche Teams waren im Vorfeld gescheitert. Mit den Neoprofis Dun Mike und Henzo sowie Niklas Rasek von Guild Esports hielten trotzdem drei Profis die heimische Fahne hoch. Die Gruppenphase verlief reibungslos. Nach einer Niederlage im ersten Match der K.O.-Phase kämpfte sich Rasek mit Teamkollege Nicholas durch das Lower Bracket. Eine Platzierung unter den besten 12 blieb allerdings das höchste der Gefühle. Für die Jungs von Neo lief es etwas besser. Nach Erfolgen gegen große Namen wie Team Falcons sollte erst eine Niederlage im Elfmeterschießen gegen die Spanier von Dax Gaming das Aus in den Top 8 besiegeln. Den Turniersieg machten andere unter sich aus. Etwas überraschend schaffte Sydney Open Gewinner Dire Wolves in Person von Mark 11 und Mike J den Sprung ins Endspiel. Dort wartete mit Team Heretics einer der Masters-Qualifikanten. Das Roster um Matthias Bonanno sowie Hidalgo war bis hierhin ungeschlagen geblieben. Im Hinspiel des Grand Finals konnten die Jungs aus Australien zwar früh in Führung gehen, Team Heretics gelang jedoch im zweiten Abschnitt durch den 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit die Wende.
Im Rückspiel gaben sich beide keine Blöße mehr und rundeten ihr Turnier mit einem weiteren 2:0 Erfolg ab. Neben 100.000 US-Dollar Preisgeld garantiert der Triumph auch einen Startplatz beim FIFA E-Club World Cup. Finalgegner Dire Wolves kann sich ebenfalls mit einem Ticket trösten. Nochmal vielen lieben Dank an Marc für diesen tollen Einblick in den Team of the Seasons Cup. Aber jetzt kommen wir erstmal zur größten Stützpfeiler-Sektion im E-Sports, und zwar Shooter. Rob, wie sieht's denn da bei dir aus? Hast du einen Lieblingsshooter aktuell? Ja, ist aber eher so ein Crazy-Shooter. Tiny Tina's Wonderlands. Du weißt, ich bin ein sehr großer Borderlands-Konnoisseur. Genau, und das ist der neueste Ableger davon, deswegen bin ich da ziemlich hängen geblieben drauf gerade. Ja. Ja, aber du bist auch im E-Sport ziemlich verhaftet, was du schon. Ja, natürlich. Ich schaue es mir aber hauptsächlich an, gerade Counter-Strike gucke ich mir sehr gerne an. Ich würde auch gerne mal ein bisschen mehr Zeit in Valorant investieren, aber habe ich bis jetzt noch nicht ganz so geschafft, wie ich gerne wollte. Aber Valorant ist nämlich ein gutes Stichwort, denn in Reykjavik fand das VCT Masters erneut statt und wir haben uns das Turnier mal genauer unter die Lupe genommen und verraten euch, welches Team da am Ende als Sieger vom Platz ging. Trotz Minusgraden wurde im vergangenen April Reykjavik ordentlich eingeheizt, als die besten Valorant-Teams bei den Masters um die Krone der Welt spielten. Dabei stand das Finale ganz unter dem Zeichen Rache ist süß. Vom 10. bis 24. April kam es in der finnischen Metropole Reykjavik einmal mehr zum großen Showdown in Valorant. Aus den unterschiedlichsten Regionen waren die besten Organisationen vertreten, die vor Ort um ein Preisgeld von insgesamt 675.000 US-Dollar spielten. Mit Team Liquid, DRX, G2 Esports waren einige der größten und bekanntesten Namen des Esports vertreten, während andere, unter anderem Sentinels oder Crew Esports, gar nicht erst antraten oder schon in der Vorrunde zum Main Event ausschieden. Am Ende standen sich die Mannschaften von Optic Gaming aus Nord sowie Loud aus Südamerika gegenüber. Ein Finale, das trotz einem 3:0 nicht spannender hätte ausfallen können und zugleich die Auflage des ersten Halbfinales darstellte. The snake bite down instantly stops any sort of a plan from coming through. They don't have the utility to cover as they push forward. All these angles opening up for Loud and the kills are going their way. It's left to Finesse and he falls as well. Brazil have done it. They've made history as they go all the way to the grand finals. From a 13-2 defeat on Fracture, from elimination. Während Loud beim ersten Aufeinandertreffen mit 2:1 die Nase vorne hatte und Optic ins Lower Bracket schickte, konnten sich die Nordamerikaner hier klar gegen Zeta Division mit 3:0 durchsetzen. Im Finale lieferten sich Loud und Optic einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, auch wenn das Finaleergebnis etwas anderes sagt. Zwar gewannen die Nordamerikaner auf 3 Karten in Folge die schlussendlich verdiente Masters-Trophäe, doch war der Weg dahin alles andere als einfach zu bewältigen. Zwar gewann man in der ersten Runde mit 13:9 doch relativ klar, dennoch ging es danach sowohl auf Bind als auch Breeze jeweils in die Overtime. Mit ihrem Sieg sicherte sich Optic ein Preisgeld von insgesamt 200.000 US-Dollar. Loud darf sich als Zweitplatzierter immerhin über ein Trostpflaster in Höhe von 120.000 Dollar freuen. Seeing this happen now, I mean, it's such a huge credit to how Optic have performed here in Reykjavik. Absolutely. On the screen. Every single one of those players for Optic. Freunde, lasst uns bei Riot Games bleiben, gehen von Valorant zu League of Legends. Da ist es zwar noch ein bisschen hin, bis das große MSI stattfindet, aber in Europa, Rob, da ist trotzdem Action angesagt, oder? Ja, auf jeden Fall. Momentan laufen die European Masters, das größte internationale Turnier für die regionalen Ligen. Also beispielsweise in unserem Fall die Strauss Prime League. Mhm. Da sind wir inzwischen bei den Halbfinals angekommen. 4 Teams sind noch übrig und vor allem französische Teams sind Vive la France! Sehr, ich finde das geil. Sehr am Rasieren. Ja, 3 von 4 Teams kommen aus der LFL, aus der französischen Liga. Carmine Corp kennt man, Reckless spielt da inzwischen, Vitality B und LDLC Olympic Lyon. Und das vierte Team kommt dann aus Polen, das ist dann das Farmteam von Rogue, auch ein LEC-Team, nämlich Argo Rogue. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mir so die Tabelle angucke, da sehe ich höchstens Unicorns of Love. Also was ist mit den deutschen Teams passiert? Ach, schwieriges Thema, sehr schwieriges Thema. Tatsächlich hat es nur, wie wir hier sehen, die Unicorns of Love in der Sexy Edition aus der Gruppenphase hinaus geschafft. Mhm. Sind als Gruppenzweiter weitergekommen. Eintracht Spandau und Gamer Legion, immerhin unsere Finalteilnehmer vom letzten Spring Split,
ja, die sind nicht weiter als der dritte Platz in der Gruppe gekommen. Ach. Also schwieriges Thema. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, dass ja, die Deutschen dieses Jahr wirklich eine Chance haben. Wir haben gute Teilnehmer gehabt, aber wie man sieht, Frankreich war stärker. Ja, wobei es mich aber extrem überrascht hat, dass du Eintracht Spandau halt hattest auf dem dritten Platz, wie auch Gamer Legion, aber Eintracht Spandau 3 gewonnen, 3 verloren, Gamer Legion 2 gewonnen, 4 verloren, ja, was ich echt krass fand. Ja. Aber wenn wir jetzt mal so einen Blick hier auf die Tabelle werfen, wie gesagt, wir haben Olympique Lyon, wir haben Rogue, wir haben Carmine Corp mit Reckless, wir haben Vitality B. Wenn wir uns die Teams so anschauen, oder wenn du dir die Teams anschaust, was ist so dein Favorit? Ich glaube, mein Favorit ist tatsächlich LDLC. Mhm. Die haben nicht nur oder nicht umsonst die LFL gewonnen im Spring Split jetzt, im vergangenen. Sehe ich auch favorisiert gegen Argo Rogue. Sind auch einfach wirklich durch alles durchmarschiert. Man sieht es hier in den Quarterfinals 3-0 gegen X7 Esports. In der Gruppenphase haben sie keine einzige Niederlage abbekommen, sind 6-0 durchgerauscht. Also das ist zumindest mein Favorit. Okay, ja, ich bin natürlich Reckless-Fan, ich sage Carmine Corp. Aber wir sind einfach mal gespannt, was da auf uns zukommt. Am kommenden Wochenende könnt ihr euch das alles auf den bekannten Kanälen anschauen. Und wir haben natürlich hier noch weitere spannende Themen für euch, aber wir machen erstmal eine kurze Pause. Aber vorher könnt ihr noch was gewinnen. Nutzt eure Chance auf 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier bei Inside Esports. Ja, willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Inside Esports. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz krassen Thema bei uns in der Sendung. Und zwar geht es jetzt um Skandale im Esports. Rob, ich glaube, du bist genauso jemand wie ich, der auch bestimmt mal bei FIFA irgendwie dem Kollegen den Controller von der Konsole gezogen hat. Den Controller direkt aus dem Fenster. Oder so, oder so. Aber wenn es um das professionelle Level geht, dann ist es noch was ganz anderes und bringt so ein kleines Geschmäckle rein. Und jetzt haben wir für euch im Zuge unserer Rubrik Esports History mal die krassesten Skandale in der noch jungen Geschichte des Esports zusammengefasst. Der Eyecatcher der Woche wird präsentiert von HelloFresh for Gamers Eyes. Als US-Basketballstar Rick Fox 2016 Echo Fox gründete, schien die E-Sports-Welt bereit zu sein, das nächste Level zu erreichen. Zunächst sah auch alles danach aus. Große Erfolge im Fighting-Game-Genre und respektable Ergebnisse in der heimischen League of Legends-Liga LCS sprachen für eine blühende Zukunft der jungen Organisation. Nur 3 Jahre später sorgte das Unternehmen jedoch anderweitig für Schlagzeilen. Wie aus dem Nichts wurden Rassismusvorwürfe laut, woraufhin sich Teilinhaber, Geschäftspartner und Gründer zerstritten. Jeder verklagte jeden und die Marke Echo Fox erlitt erheblichen Schaden in der öffentlichen Wahrnehmung. This has been my life. This has been my passion. Yeah. And I'm not looking to go anywhere, but I will not stay in a business with a racist. I just won't. Der Skandal weitete sich immer weiter aus und entwickelte sich zu einem regelrechten PR-Debakel. Zur selben Zeit kam nämlich ebenfalls ans Licht, dass es der Organisation schon seit 2018 wirtschaftlich schlecht ging. Das Unternehmen hatte innerhalb kürzester Zeit viele Profis in allen denkbaren E-Sports-Titeln verpflichtet und sich mit den Ausgaben schlicht überworfen. Im Sommer 2019 kündigte Rick Fox dann den Verkauf ihres LCS-Slots an Evil Geniuses an. Echo Fox fuhr in den darauffolgenden Monaten alle Geschäftstätigkeiten nach und nach herunter und so zerstörte sich letztlich eine der vielversprechendsten Organisationen unserer Zeit ganz von selbst. Wir schreiben das Jahr 2019. In den Straßen Hongkongs kommt es seit Monaten zu Demonstrationen, die nicht selten in Gewalt gegen die Bürger münden. Sie fordern Unabhängigkeit und Selbstbestimmung für die unter chinesischer Leitung stehende Millionenmetropole. Einer ihrer Bürger ist der Hearthstone-Profi Blitzchung. Bei der Hearthstone Grandmaster Series in Taiwan sorgte der Chinese für weltweites Aufsehen. Gekleidet mit Skibrille und Atemschutzmaske, angelehnt an die Protestierenden in seiner Stadt, rief er im Siegerinterview zur Befreiung Hongkongs auf. Turnierveranstalter Blizzard brach die Übertragung sofort ab. An der weltweiten Verbreitung des Videoclips änderte es jedoch nichts. Um chinesische Investoren und Geschäftspartner nicht zu verärgern, wurden sowohl Blitzchung als auch beide Kommentatoren, die ihn interviewten, für ein volles Jahr von allen Wettbewerben ausgeschlossen. Der Aufschrei in der Community war riesig. Tausende Spieler schworen dem Spiel ab, einige Mitarbeiter protestierten gegen die Entscheidung ihres Konzerns und sogar US-amerikanische Regierungsmitglieder meldeten sich zu Wort.
who's a Democrat, mind you. He says a blizzard shows it is willing to humiliate itself to please the Chinese Communist Party. No American company should censor calls for freedom to make a quick buck. Der Druck auf Blizzard wuchs und so entschuldigten sie sich letztlich für die Bestrafung, zogen sie aber nicht vollkommen zurück. Blitzchung durfte das gewonnene Preisgeld jedoch behalten und seine Sperre wurde auf 6 Monate reduziert. Der nachträgliche Image-Schaden, den sich Blizzard damit selbst zugefügt hat, ist wohl nicht zu beziffern. Der Koreaner Lee Life Seung Han gilt als einer der besten StarCraft 2-Spieler aller Zeiten. Schon mit 14 Jahren wurde er Profi, mit 15 zählt er zu den Besten der Welt und mit gerade einmal 17 wurde er Weltmeister. Life wins another MLG Championship defeating Flash. All seine Erfolge gerieten aber 2016 in den Hintergrund. Die koreanische Polizei ermittelte zu dieser Zeit gegen einen Manipulationsring. Der Verdacht auf Spielmanipulation stand im Raum. Dabei wurden mehrere StarCraft 2 Profis entlarvt. Darunter auch, ihr könnt es euch vorstellen, Koreas Megastar Life. Sie alle gehörten einer Wettgemeinschaft an, die StarCraft 2 Spiele manipulierten und daraus Gewinn schlugen. Etwa 42.000 US-Dollar soll Life auf diese Weise durch Wetten gewonnen haben. Er wurde verhaftet und musste sich nun verantworten. The arrest of former Blizzard World Champion Lee Life Seung Han has been followed with an indictment. Für das koreanische Volk ging es dabei um nicht weniger als die Integrität einer gesamten Industrie. Laut dem Gericht soll der Manipulationsskandal die koreanische E-Sports-Industrie nachhaltig geschädigt haben, sodass an dem damals 19-Jährigen im Juli 2016 ein Exempel statuiert wurde. 60.000 US-Dollar Strafe und 18 Monate Gefängnis. Ja, richtig gehört, Life wanderte für 1,5 Jahre in den Knast für Spielmanipulation. Ein überhartes Urteil, das Nachahmer auf alle Zeit abschrecken sollte und Lives StarCraft-Karriere mit 19 Jahren beendete. Der Eyecatcher der Woche wurde präsentiert von HelloFresh. For Gamers Eyes. Ja, also so ein Skandal kann ich durchaus auch in den Knast bringen, aber dass es auch ein bisschen skurriler oder auch vielleicht lustiger zugeht, da hast du uns was mitgebracht, Rob, oder? Genau, ich habe da was mitgebracht und zwar habe ich mich im Rahmen des ganzen Skandalthemas ein bisschen tiefer in die Materie eingearbeitet und bin da auf was gestoßen. Und zwar wurde mal ein Anti-Cheat-Programm für die Esports Entertainment Association programmiert, also das ist eine Counter-Strike-Liga. Und die hat nicht nur Cheater davon abgehalten zu agieren, sondern gleichzeitig die Power der Grafikkarten angezapft, um Bitcoins zu kreieren. So, irgendein findiger Mitarbeiter hat da wohl gedacht, ja, verdiere ich mir ein bisschen was nebenbei. Ist natürlich aufgeflogen, aber also es ist halt eine fantastische Idee eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, aber super. Natürlich bescheuert. Ja. Es ist einfach total bescheuert, ganz ehrlich. Ja. Aber gut, ja, ey. Ganz ehrlich, in Korea, wenn man zum Beispiel Korea blickt, da haben wir ja gerade gesehen, kann es ganz, ganz, ganz schnell mal in den Knast gehen. Auch wenn man jetzt, sage ich mal, nicht an einem Matchfixing beteiligt ist, sondern einfach, wenn man nur League of Legends jemanden boostet. Also das kann, nicht so schlimm ist. Das kann auch immer dazu führen, dass man seine politische Karriere in den Nagel hängen muss. Aber ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema heute. Und zwar den Newsflash, den hast du ja gemacht. Und da sind einige spannende Themen für euch dabei. Dementsprechend viel Spaß mit Newsflash. Paukenschlag in der Rocket League-Szene. Das europäische Erfolgsteam von Team Queso hat überraschend sein gesamtes Roster entlassen. Neben Jojo, Batira und Rice wurde kurz zuvor auch Coach Nick verabschiedet. Nun sind die drei Senkrechtstarter der Szene gemeinsam auf der Suche nach einem neuen Team. Wohin es das Trio final hin verschlägt, ist noch nicht bekannt. Soll aber spätestens zum Start der ersten EU-Regionals am 6. Mai bekannt gegeben werden. Da ein Wechsel nur Sinn ergibt, wenn Jojo und Co. von einer größeren E-Sports-Organisation übernommen werden, geistern vor allem zwei Namen durch die Szene. Moist E-Sports und Cloud9. Vom Autofußball zum herkömmlichen Fußball. In der E-Champions League stehen mit dem Bremer Predator FIFA, Leipzigs Ausnahmekönner Umut, Bochum-Youngster Snakes und Heidenheim-Veteran Danny gleich 4 Deutsche im großen Finale. Damit tritt die Hälfte der Finalteilnehmer beim großen Showdown Ende Mai unter schwarz-rot-goldener Flagge an. Der Gewinner
kann sich neben dem virtuellen Henkelpot auch über 75.000 US-Dollar Preisgeld freuen. Stichwort deutsche Erfolge im E-Sports. Sowohl der Focus Clan als auch BIG sind zurück in der höchsten europäischen Valorant-Liga, der Valorant Champions Tour. Dort spielen sie nun zusammen mit den großen Namen wie G2 Esports, Fnatic oder auch Team Liquid ab dem 13. Mai um 200.000 Euro Preisgeld und um die begehrten Plätze bei den Masters. Übrigens, mit Fate hat Riot Games kürzlich den insgesamt 19. Agenten für den Fantasy-Shooter vorgestellt. Die neue, aus der Türkei stammende Initiatorin hat ein Faible für die Ängste und Befürchtungen ihrer Gegner, die sie aus dem Schatten heraus gezielt auszunutzen weiß. Das genaue Release-Datum der Agentin ist noch nicht bekannt. Laut Riot soll Fate aber in den nächsten Tagen online gehen. Apropos neue Helden, auch EA hat für Apex eine neue Legende vorgestellt. Newcastle, offenbar Bangalores vermisster Bruder, scheint, ausgestattet mit einem riesigen Schild, prädestiniert für einen eher defensiven Spielstil. Die neue Legende soll wohl mit dem Beginn der neuen Saison spielbar sein. The world could always use more heroes. Wer unbedingt jetzt schon mit einem neuen Helden spielen will, der sollte einen Blick auf Overwatch werfen. Mit Sojourn ist die inzwischen 33. Heldin schon spielbar und bietet eine einzigartige Gameplay-Erfahrung samt unglaublicher Fähigkeiten, die ihr große Mobilität und Feuerkraft auf mittlere Reichweite verleihen. So, liebe E-Sports-Freunde, das war's mal wieder von Inside Esports. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen, dem lieben Rob. Gerne. Wir haben heute wieder spannende Themen euch präsentieren dürfen und wir sehen uns dann in einem Monat wieder. Aber denkt dran, sport1.de/esports für alles weitere rund um die Welt des E-Sports oder ladet euch doch einfach unsere kostenlose E-Sports One App herunter. Dementsprechend bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als macht's gut, habt einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.